Okay, Leute. Es ist an der Zeit, Wendrick zu plätten. Da muss ich jetzt erstmal gucken, wo das nochmal war. So, hier, ne? Denne. Dennis. Penne. Ja, okay, es war richtig. Ah, jetzt muss ich mich wieder so dumm durcharbeiten, ne? Na, guck mal. Aha. Eins, zwei, drei, vier. Erstmal wieder dran gewöhnen, wie das hier funktioniert, ne? Das war falsch. Könntest du nicht an der Leiche festhängen, an der Fastleiche? Warum immer das, was gerade passiert, passiert? Ich hab's nicht so ganz verstanden. Human! Oh nein. Jetzt mal so ein. Ich habe ja jetzt alle von den Dingern außer halt den einen. Ich habe auch schon gehört, dass der. Also, ich habe es nämlich auch schon gelesen, dass halt diese Seelen den wohl schwächer machen. Dass wohl, der. Ah, guck mal, jetzt ist die Nebelwand. Ach so. Na, den Typen mit müssen wir ja mal platt machen hier nämlich. Na, egal. Dann, ja, hervorragend. Das trotzdem wäre jetzt einfacher sein soll als der Drache, das wollte ich sagen. Mein Gott, ey. Alle außer den vom Drachen. Gott, ich mache immer noch kaum Damage. Okay. Wenn er mich einmal trifft, ist er schon direkt Feierabend. Okay, generell seinen Angriffen ausweichen ist erstmal nicht so hart tatsächlich. Also ein bisschen mehr Damage für. Okay, ich konnte nicht wegrollen. Als ob der halt immer noch so viel Damage macht. Also wenig Damage macht, meine ich. Erstmal auch ganz wichtig, muss ich den Ring mal wieder ändern hier. Dabei eigentlich auch mal bessere körperliche Angriffe. Explodiert an der Schadensgrenze. Stimmt, die Ausdauerregeneration war ja noch eine Sache. Weil ich ja den Königsring noch drin habe, den ich ja eigentlich auch gar nicht brauche. Gerade. Komm. Wieso fettroll ich? Was ist das denn jetzt? So, wegen dem Ring oder was? Och nö.
70,1. Sure. Ja, doch irgendwas, keine Ahnung. Der gegen Stoßangriffe. Was auch immer. Das ist ja kein Stoßangriff sein, der er da macht, aber naja. Ja, ich weiß nicht ganz, was ich von Vendrick jetzt halten soll, auf diese Art und Weise. Also, ja, keine Ahnung. Ja, seinen Angriffen ausweichen ist jetzt tatsächlich nicht so die Challenge. Das ist schon irgendwie okay. Aber wenn er mich dann halt doch mal trifft, dann ist halt Polen offen, ne? Sagen wir mal, wie es ist. Dann tut das richtig weh. Ich meine, ich kann es sonst auch einfach mit dem Drachen nochmal versuchen. Oder muss ich die irgendwie noch, muss ich irgendwas noch mit den Seelen machen? Irgendwie benutzen oder so. Ist da sowas irgendwie noch? Nee, oder? Ja, wenn er mich halt einmal in seinem Gewahrsam hat, dann ist halt auch Käse. Oh Mann, ey. Was liegt denn da nicht für eine Leiche? Werden denn diese besonderen Seelen angezeigt hier? Keine Ahnung. Elster-Seele. Warum sieht die eigentlich so komisch aus? Ah, ne, 3 habe ich nur. Hä? Warte mal. Dann habe ich gar nicht die Seele von dem Boss wahrscheinlich bekommen. Consume the souls is not advised. every soul of a giant. Ah. Sogar, ja, okay. Drop from ancient giant. On the body of a giant pass 2 giants and 2 knights on ballista. Black Gulch requires defeating 2 giants in a hidden cave. Aha. Okay, da gibt's noch irgendwas. Oh Mann, ist das wieder ein Durcheinander heute? Black Gulch, was ist denn das? Ah, okay. Komische Giftscheiße. Es war eh so ein Bereich, den ich noch gar nicht so richtig erkundet habe. Bin ich hier irgendwo? Nee. Doch. Ich gehe einfach mal dahin. Requires defeating 2 giants in a hidden cave. Da bin ich doch mal wieder YouTuber. Sorry, aber ich habe jetzt einfach nicht so die Lust, das alles jetzt selber zu finden, ja. Vor allem jetzt so im Endgame gefühlt. Axo 2. Black Gulch. Giant Soul Location, genau. Opa! Weil der PS2-Controller runtergefallen ist, glaube ich. Hilfe.
Werbung. Cool. Opfer, wer Werbung schaltet auf seinen Videos. Na, hier bin ich gerade. Cool. Video geht auch nur 2 Minuten, also gar nicht so weit entfernt. Naja, ich erinnere mich an den Bereich. Hier ging es zum Boss. Ja, ja, ja. Guck mal, nimmt auch den Weg, den ich damals genommen habe. Cool. Oh, sind das etwa die Giants? Ah, das sind die da unten einfach. Okay. Okay, gut, dann wann weiß ich Bescheid auf jeden Fall. Wäre eigentlich klüger, an den anderen Punkt zu nehmen, fällt mir gerade so auf. Glaube ich, die Minen, nee. Oder? Ach nee, hä? Ach, keine Ahnung, Mann. Komisch alles hier. Ich war falsch. Das ist die Schlucht. Der sieht aber fast genauso aus, der Teleportpunkt. Also auch da, wo man dann ist. Das ist ja lustig. Naja, gut. Genau, so, jetzt sind wir nämlich da, wo ich hin will. Oh Gott, fast runtergelaufen. Stark. Naja, vergifte mich ruhig. I don't fucking care. Ja, irgendwelche Beschwörungen gegen, gehen mir schon wieder auf den Sack. Ja, 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 genau. Ja, okay, ich bin auf jeden Fall tot. Ich glaube, ich porte mich doch mal zum anderen Punkt. Ich glaube, der ist doch besser. Na, ich bezweifle zwar, dass es gleich besser wird, aber naja. Warum höre ich die ganze Zeit so einen komischen Herzschlag? Ah, ja. Erstmal wieder lernen, wie man den Dingern hier ausweicht. Ja, kriegst du offensichtlich nicht mehr hin. Und hier einfach nur runter, ne? Ja, genau so. Och Mann, ey, ich bin doch... Oh, jetzt muss ich das wieder neu lernen. Ja, halt's mal. Hör auf zu spoilern. Oh, das macht mich nervös. Komm schon. Ja, fickt euch, Mann. Ich hab euch doch schon mal eigentlich gelernt. Jetzt krieg's aber nicht mehr hin. Meine Blutzeit ist vorbei. So. Ja, finster Geist, verzieh dich, du bist mir sowas von egal. Okay. So, die beiden muss ich jetzt platt machen. Ich habe ein bisschen Angst vor denen, muss ich ganz ehrlich sagen. Weil die groß sind, sehr groß. Und im Doppelpack unterwegs. Oh ja, nicht so viel aus. Aber ich auch nicht im Zweifel. Das ist quasi wie ein Boss eigentlich. Wenn man ganz ehrlich ist. Ja, danke. Okay, das war jetzt irgendwie weird. Ich konnte nichts tun. So richtig. Splittet euch mal ein bisschen auf hier. Wie wär's? Ja, ich möchte schon erstmal deinen Kollegen da. Erstmal ein bisschen weiter bearbeiten, wenn es genehm ist.
okay. Sehr gut. Schön in den Popo. So, vergessener Schlüssel und Riesenseele. Sehr schön. So, jetzt haben wir die eigentlich beste Möglichkeit gegen Wendrick, abgesehen vom, naja, letzten Ding, ne? Okay. So. Hi. Ich habe hier noch nie gesehen, Kappa. Mach mir das platt. Oder versuch's zumindest. Dann halt nicht! Mir egal. Oh. So. Ich gehe jetzt zu Wendrick. Ich versuch's nochmal. Auch wenn es nicht viel ändern wird. Mann, so eine Scheiße, Alter. Ja, ne? Sollte halt den Drachen weiter versuchen. Boah. Ab zu W, ab zu V. Ja, ne? Ich muss eigentlich nur seinen komischen... Aha. Ich meine, sein Angriff ausweichen ist jetzt echt tatsächlich gar nicht so hart, aber es ist... Aber wenn es dann halt mal passiert, ist halt scheiße, ne? Ja, dieser fünfte Schlag sollte passieren. Warum trifft mich jetzt dieser eine Schlag von dem immer neuerdings? Das war doch sonst nie der Fall. Ja, fickt euch. Boah, mit dem Drachen brauche ich aber auch noch Ideen, wie man den plättet, ey. Den mache ich ja gefühlt genauso wenig Damage. Ja. Moment. So, und auch hier muss ich einmal wieder verstehen, wie man seinem Schlag am besten ausweicht. Das hat funktioniert. For now. Was für ein Chaos ist hier alles Neues. Ich bin so lustig, wie er hier springen kann. Aha! Also ist immer noch wenig, aber mehr als vorher auf jeden Fall. Ja, okay, so sehe ich den. So kriege ich das hin. Auch seine, also ich glaube, er macht auch weniger Damage jetzt an mir, wenn ich das richtig verstanden habe im Internet. Wenn ich das richtig verstanden habe, muss nicht stimmen. Mal kurz warten, bis meine Ausdauer wieder da ist. Uah. Peak. Das muss nicht sein. Oh, die Framerate gerade, oh Gott, die ist kurz in 30 abgesunken. Er hat mich nicht getroffen irgendwie. Habe ich nicht verstanden, aber ist okay. Eigentlich die ganze Zeit an seinem Arsch bleiben. Ich glaube, das ist so ein bisschen das Geheimnis an der ganzen Sache. Oh. Ich mag es nicht, wenn er komisch springt.
Ja, okay, die Hälfte ist schon weg. Schon. Ja, das ist okay, den kriegen wir hin. Selbst wenn es jetzt vielleicht scheitert, aber... Also ich muss nicht so pessimistisch sein oder so, aber einfach, ne? Dass ich mir dann nicht sage, wie soll das gehen? Sondern, okay, war ich halt dumm jetzt mal. Ja, ist gut zu wissen, dass ich in einer Runde den Drachen platt machen kann. Das heißt, der Drache wird dann wirklich so eine Amtshandlung für zum Schluss sein. Vielleicht auch sogar nach den DLCs, mal gucken. Ich mag es nicht, wenn er mich in die Ecke drängt. Und ich kann ihn im Zweifel auch komplett ignorieren. Merkt man sich gerade ein bisschen, auf einmal ein bisschen nervös werde schon wieder. Weil ich komisch ausweiche die ganze Zeit. Aber ich finde es interessant, dass sein Schwert mich voll häufig nicht trifft. Wo ich so denken würde, dass das Spiel weird ist und mich da eigentlich treffen müsste. Der letzte Schlag war ein bisschen dumm. was? Hä? Was ist denn da jetzt passiert? Warum hat der... Ohne Scheiß, kann mir jemand mal erklären, warum mein Charakter manchmal diesen komischen Move macht? Der macht einfach dieses... Keine Ahnung warum. Da kann ich mich da nicht bewegen und das ist voll dumm. Ich check's nicht. Also, keine Ahnung, was das Spiel da irgendwie... Oder komme ich da irgendwie... Ich glaube, ich komme da mal auf den... Vielleicht auf die L2 oder so. Das kann halt sein. Vielleicht sollte ich einfach mal diese Taste deaktivieren oder so. Keine Ahnung. Auch wenn ich gefühlt da eigentlich gerade nicht gedrückt habe. Aber gut. Ja, wir haben gesehen, er hat doch ordentlich Damage gezimmert. Wieso macht er jetzt nur einmal? Na, egal. Okay. Ich werde gleich mal was machen, wenn ich bei ihm bin. Eine kleine Sicherheitsvorkehrung treffen. Also natürlich werde ich irgendwie gucken, dass ich immer Full Life bin. Weil vielleicht killt er mich dann nicht One-Hit. Und ich werde mich gleich mal menschlich machen, damit ich noch mehr Leben habe. Ding, ding. Achso, warte mal. Habe ich eigentlich... Nein. Hier, nehmen wir doch den rein. Viel besser. Viel, der viel bessere Ring. Mehr Leben. Schussangriffe sind eh unwichtig. One-Hit-Kill. Danke. Ich habe den Dude vergessen. Ich bin so dumm. Ich bin tot. Bin ich tot. Ich bin tot. Renn! Du Spacken. So, Schritt 1, heilen. Schritt 2. Schritt 3, Profit. Ich nehme mal erstmal Lebenssteine. So, guck mal, jetzt habe ich mehr Leben und ich hoffe, dass ich jetzt tatsächlich, wenn ich getroffen werde, nicht One-Hit bin. So, ich werde jetzt mal irgendwie meinen Finger hier auch weglegen von R2. Passiert mir... Okay, das trifft einfach nicht. Aber im bestimmten Bereich mehr. Das ist sehr interessant. Oh. Oh Gott, dass ich das gerade überlebt habe, ist ein halbes Wunder. Wird das hier. Von mir vor allem. Okay. Ja, ich wollte gerade mit B angreifen. War wieder Zeit für komische Besoffenheit meinerseits. Ich mag es genau in dem Winkel zu sein bei dir. Da fühle ich mich sicher. Nee. Komische Ecke machen wir nichts, Mann.
Fake, Bruder. Ja, ich muss nochmal heilen. Er zimmert halt ordentlich rein, ne? Alles okay. Du sollst aus der Ecke da raus, du kleiner Splasher. Das hat die Folgen länger, ich spiele 25 Minuten. Dieses Eckenspringen gefällt mir nicht. Gott. Wenn du einfach in dem alten Sack festhängst. Ekelhaft. Ich hab Angst, dass ich gleich so sehen, wie der L2 drücke. Ja, okay, komm, gleich ist er weg. Ui. Nur ganz dezent eingekackt mal wieder. Ah. Oh Gott, was war das denn? Nichts. Er macht irgendwas Neues. Das lassen wir gar nicht erst zu, würde ich sagen. Okay, ich habe Hendrik besiegt. Pling! Hendrik. Kreativer Trophäenname auf jeden Fall. Was haben wir hier Schönes? Okay. Gedenken an den König. Okay. Der Aschenliebe schwindet schon. Was ist jetzt passiert? Ich gehe erstmal zurück und löse meine Seelen ein, okay? Und ich beende vor allem erstmal die Folge hier. Tschüss.